früher in den Hotels war es so schön, ne? Da hast die Handtücher, da waren noch nicht draufgestanden, wo es bist. Du hast die Seifen mitnehmen können. Jetzt haben sie so Seifenspender überall hingeschraubt. Ja, wer weiß, was da wirklich drin ist? Wer weiß, wer da vor mir war und was der da rein hat? Ja, du hast die Shampoo-Fläschle mitnehmen können. Minibar haben wir doch immer leer gesoffen, ja, und abgereist. Welch war wir? Da hat es noch Grenzen gegeben, da ist keiner nachgekommen. Jetzt haben sie hochmoderne Minibars drin. Weißt schon, mit Sensoren. Wenn du was raustust, macht es Klick und hast schon wieder 9,90 auf der Rechnung draufstehen. Lauter schöne Bar drin und man Klick und muss zahlen. Na, ich bin ja auch nicht blöd. Bin nicht blöd. Na, ich lasse die Flaschen immer drin. Man, es ist ein wenig aufwendig, aber wenn es nichts zahlen musst dafür, ne, lass die da drin. Meistens sind ja die Minibars so ganz unten im Schränkler. Ne, da musst du dich, warte, ich mach mal das da oben, dann sehen sie das besser. Dann musst du dich. So runter, dann machst du die Minibar auf, lässt das Fläschler drin gut festhalten, nimmst den Flaschenöffner, machst den Flaschen auf und wenn du einen Strohhalm hast, falls du keinen mehr hast, nimmst du einen Macaroni vom Mittagsbuffet und tust dann da rein und dann kannst du die Minibar leer saufen und musst nichts zahlen. Ja? Aber das einzige Problem, das einzige Problem ist, wenn du die Minibar leer machst, kommst du nicht mehr hoch.